Hallo, jetzt lernen wir ein bisschen mehr über den Einheitskreis. Mal sehen, ob wir damit unsere frühere Definition der Winkelfunktionen erweitern können. Und wir reden auch darüber, wie wir das benutzen können, wenn uns Gauger-Hühnerhofer-G nicht weiterhelfen kann. Zuerst lass uns wiederholen, was Sinus, Cosinus und Tangens oder Gauger-Hühnerhofer-G sind. Ich werde das in diese Ecke schreiben. Wenn wir einen rechten Winkel haben, dann ist sein Sinus das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse und der Cosinus ist das Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse. Der Tangens ist das Verhältnis der Gegenkathete zu Ankathete. Bis jetzt war das in Ordnung. Aber was passiert, wenn dieser Winkel kleiner als 90 Grad ist? Oder was, wenn dieser Winkel größer als 90 Grad ist? Was ist, wenn er negativ ist? Deshalb brauchen wir eine Definition für den Einheitskreis. Lass uns die Definition eines Einheitskreises wiederholen. Zuerst lass mich das löschen. Diesen Einheitskreis habe ich aus der Wikipedia und ich möchte, dass diejenige, der das gezeichnet hat, die gebührende Anerkennung erhielt. Die Definition am Einheitskreis erweitert die Definition am Gauger-Hühnerhofer-G. Also, der Einheitskreis ist nur ein Kreis, dessen Mittelpunkt mit dem Nullpunkt übereinstimmt und dessen Radius die Länge 1 hat. Er schneidet die x-Achse bei 1, 0 und minus 1, 0 und die y-Achse bei 0, 1 und 0, minus 1. Wenn wir den Einheitskreis definieren wollen, fangen wir mit dem Cosinus Theta an. Nehmen wir einen Winkel Theta, der zwischen zwei Radien des Einheitskreises liegt. Ein Radius ist der positive Teil der x-Achse zwischen den Punkten 0 und 1. Also, ein von den Radien ist diese Strecke hier. Nehmen wir an, dass wir einen Winkel zwischen, sagen wir, dem Basisradius und einem anderen Radius haben. Das ist unser Winkel. Nach der Definition entspricht der Cosinus von diesem Winkel der x-Koordinate dieses Punktes des Einheitskreises und der Sinus entspricht der y-Koordinate. Zum Beispiel in diesem Fall, wenn ihr seht, was hinter meiner Gerade ist, 30 Grad ist gleich Pi durch 6. Das heißt, dass dieser Winkel 30 Grad oder Pi durch 6 Radiant gleich ist. Nach der Definition ist der Sinus von 30 Grad gleich 1 Zweitel und der Cosinus von 30 Grad ist die Wurzel aus 3 durch 2. Ich möchte Ihnen zeigen, dass die Definition am Einheitskreis mit der Definition am Gauger-Hühnerhofer-G übereinstimmt und sogar sie erweitert. Mal sehen, wie wir von der Definition am Gauger-Hühnerhofer-G zu der Definition am Einheitskreis kommen. Lass mich auf die Symbolleiste Radiergummi finden, das löschen und dann wieder zum Stift zurückkehren. So, ich bin bereit. Zurück zum Winkel Theta. Nehmen wir an, dass das Winkel Theta ist. Wie wir bereits sagten, ist dieser Winkel 30 Grad oder Pi durch 6. Lass uns eine Linie von diesem Punkt zur x-Achse zeichnen. Wie ihr seht, ist diese Linie senkrecht, das heißt, dass dieser Winkel 90 Grad ist. Das ist ein rechter Winkel. Wenn dieser Winkel 30 Grad beträgt, also Theta ist 30 Grad und das ist 90 Grad und dieser Winkel beträgt 60 Grad, weil die Winkelsumme 180 Grad ist. Also das ist 30, 60, 90 Dreieck. Was wissen wir über solche Dreiecke? Die Gegenkathete zum 30-Grad-Winkel ist die Hälfte der Länge der Hypotenuse.
Ich hoffe, ihr wisst das noch. Hier ist die Kathete, die dem 30-Grad-Winkel gegenüber liegt. Und wo ist die Hypotenuse? Hier ist sie. Die Länge der Hypotenuse ist 1, weil das der Einheitskreis ist. Sie ist auch der Radius des Einheitskreises. Also die Länge der Hypotenuse ist 1 und die Länge der Kathete, die dem 30-Grad-Winkel gegenüber liegt, ist gleich 1 Zweitel. Ich habe einfach die Regel für 30, 60, 90 Dreiecke angewendet. Und wie lang ist die Kathete, die dem 60-Grad-Winkel gegenüber liegt? Sie ist gleich die Wurzel aus 3 durch 2 mal die Hypotenuse. Wir haben festgestellt, dass diese Seite die Wurzel aus 3 durch 2 ist und diese Seite ist 1 Zweitel. Wenn wir das ansehen, können wir sofort die Koordinate dieses Punktes nennen. Die x-Koordinate ist die Wurzel aus 3 durch 2, hier ist sie, dieser Abstand. Und die y-Koordinate ist die Länge dieser Seite oder 1 Zweitel. Das war bereits gegeben. Die x-Koordinate ist die Wurzel aus 3 durch 2 und y-Koordinate ist 1 Zweitel. Jetzt möchte ich euch erklären, warum die x-Koordinate als der Cosinus Theta und die y-Koordinate als der Sinus Theta betrachtet werden können. Was sagt uns unsere Wunderformel? Fangen wir mit dem Cosinus an. Was steht für den Cosinus? Aha, der Cosinus ist das Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse, stimmt's? Wo ist die Ankathete in diesem Dreieck? Wir versuchen, den Cosinus von dem 30-Grad-Winkel herauszufinden. Die Ankathete zu diesem Winkel ist natürlich hier. Sie ist gleich die Wurzel aus 3 durch 2. Wir haben das gerade ermittelt. Und wo ist die Hypotenuse? Hier ist die Hypotenuse und ihre Länge ist 1, weil das der Einheitskreis ist und das ist sein Radius. Der Cosinus von diesem Winkel ist gleich der Wurzel aus 3 durch 2, das ist die Ankathete durch 1, das ist die Hypotenuse. Das heißt, dass Wurzel aus 3 durch 2 die x-Koordinate ist. Das gleiche mit dem Sinus. Was steht für den Sinus? GH. Der Sinus ist das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Wie lange ist die Gegenkathete? Sie ist gleich 1 Zweitel und die Hypotenuse ist gleich 1. Das heißt, dass Sinus gleich 1 Zweitel durch 1 ist. Hier haben wir ihn. Also, die Definition am Einheitskreis ist kein Ersatz für die Gagachüner-Hofer-G, sondern nur ihre Erweiterung. Die klassische Regel sind für die Winkel geeignet, die kleiner als 90 Grad sind. Aber wenn wir einen 90-Grad-Winkel haben, wird die Anwendung von unserer Wunderformel komplizierter, besonders wenn man die Winkel größer als 90 Grad oder sogar negative Winkel hat. Das ist nicht am Einheitskreis angegeben, aber ein 330-Grad-Winkel ist das gleiche wie ein negativer 30-Grad-Winkel, weil man in beide Richtungen um den Kreis herumgehen kann. Wir können den Sinus- oder den Cosinuswert von Millionengrad-Winkel herausfinden, wenn wir um den Kreis mehrmals herumgehen. Übrigens, der Tangens ist das Verhältnis des Sinus zum Cosinus oder y durch x. Um ein wenig zu üben, könnt ihr selbstständig die übrigen Werte finden. Ihr könnt ihre Kenntnisse über den Einheitskreis, die 30, 60, 90 Dreiecke, die 45, 45, 90 Dreiecke und über den Satz des Pythagoras anwenden. Also, ich wünsche euch viel Spaß!